Es gab da so eine Anekdote, dass mein Vater vor, da war ich glaube ich 12, mir 100 Schilling, die ich mir dann erspart habe, zu einem Preis von 7 Mark abkaufen wollte. Der faire Preis wäre aber 14 Mark gewesen. Und ich habe gesagt, nee, das Geschäft mache ich definitiv nicht. Und da kam dann halt der Hinweis, oh, der wird mal irgendwann Banker. Nach dieser Anekdote habe ich dann ein Betriebspraktikum gemacht. Und da ist dann halt der Wunsch auch weitergereift, Bankkaufmann zu werden. Zunächst möchte ich dem Vorstand und dem Aufsichtsrat danken für das Vertrauen, was sie mir meiner Ernennung entgegenbringen. Ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viel Herzblut in meine Arbeit gegeben. Das wurde anerkannt. Also die Bravo-Region trotzt geradezu vor hervorragender Lebensqualität. Wir haben viele Möglichkeiten, sich hier mit Freizeitaktivitäten die freie Zeit zu vertreiben. Die Bravo-Region hat darüber hinaus eine enorme wirtschaftliche Stärke und ist dementsprechend auch überregional im höchsten Maße attraktiv. Das wirtschaftliche Umfeld ist natürlich momentan eine Herausforderung. Darüber hinaus haben wir einfach auch den demografischen Wandel, der in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird, inklusive des Fachkräftemangels zu bewältigen. Ich glaube aber, dass wir als Unternehmensgruppe und als Bank sehr, sehr gut aufgestellt haben. Wir haben uns frühzeitig um unser Geschäftsmodell gekümmert, haben bewusst nicht nur den Fokus auf das Bankgeschäft gelegt, sondern auch auf das bankfremde Geschäft. Und können dadurch, dass wir das frühzeitig gemacht haben, jetzt auch die strategischen Erfolge feiern. Als Bravo Group und Volksbank Bravo sind wir dank der engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr gut aufgestellt und blicken zuversichtlich in die Zukunft.